Ja, ihr seht schon, so, das sieht nicht so nach Kindergeburtstag aus. Das sieht, wonach sieht das aus? Romantico. Dinner. Ich würde sagen, es sieht nach Candlelight-Dinner aus. Oh. Genauer gesagt geht es jetzt um einen Heiratsantrag beim Candlelight-Dinner. Das ist nämlich die Überschrift unserer nächsten Szene, die ihr gemeinsam spielen werdet, alle vier. Ja. Ihr kennt es ja vom Film, Jasna, du wahrscheinlich besonders gut, dass Regisseure das ja so oft wiederholen lassen, bis es gefällt. Mhm. Oder? Ja. Hast du da besonders schlimme Erfahrungen gemacht? Ja. Willst du mehr darüber reden? Nein. Name, ich mag drei ungefähr. Drei ist eine gute Mitte. Also jetzt nicht, was Beziehungen angeht, sondern... Ich wollt, nicht mehr als drei Hochzeiten. So. Stichwort Hochzeiten, es geht ja um den Heiratsantrag in der Szene. Mhm. Ich werde euch eine Szene spielen lassen und wenn sie mir nicht gefällt, dann lasse ich sie einfach von euch nochmal auf eine andere Art und Weise wiederholen. Mhm. Okay. Okay. Jan, du bist der Mann. Caro, du bist die Freundin von Jan. Jasna, du bist die eifersüchtige Ex von Jan. Verstehe. Die dazukommt. Ne? Natürlich. Und ich würde sagen, Pierre, du bist der Kellner. Der Kellner, oder? Sehr gerne, ja, natürlich. Mit Wein scheinst du dich ja auch auszukennen. Absolut, aber auch mit Lachen. Ja. Und wenn du gut bist, dann kannst du richtig abräumen mit der Rolle. Verstehen Sie? Wegen abräumen, verstehe. Ja, natürlich. Ihr könnt gerne schon mal in die Szene gehen. Ja, ich bin wie gesagt der Regisseur. Ja. Habt ihr einen Wunsch, als wen ich den Regisseur spielen soll? Casey! Ja, okay. Okay, Sie haben sich das so gewünscht. Er wollte Kinski, also insofern tut mir schon jetzt leid. Mir auch. Ja. Also wir spielen jetzt, oder ihr spielt es. Ja. Heiratsantrag beim Candlelight-Dinner. Klappe die erste. Das ist so schön, was du hier ausgesucht hast. Ja, ich, hallo. Hallo. Wein? Ja. Ja. Okay, gut. Randfall. Wenn Sie schon wissen, was Sie essen wollen, dann könnte ich jetzt die Bestellung aufnehmen, sonst komme ich gleich wieder. Dann ich, die Karte erstmal. Sehr gerne. Ja. Was ist denn los? Gar nichts. Du bist ein bisschen aufgedreht. Du bist aufgedreht. Ich bin aufgedreht, du bist aufgedreht. Ja, ich lass uns doch erstmal das Besteck gerade rücken, denn der Kellner hat das offensichtlich noch nicht so oft getan. Okay. Also, die Karte ist unsichtbar. Bitteschön. Dankeschön, das ist so da. Dürfte ich schon mal sehr gerne ein Glas Wein bestellen? Ja, einen roten oder einen weißen? Egal, ein Uso für mich erstmal. Ein auf jeden Fall. Uso aus Griechenland oder aus einem anderen Land? Ich kenne nur den aus Griechenland. Ich auch. Danke. Cuvée für Sie. Ja. Ja. Uso? Ja, ich... Ich kenne Uso als ein Absacker, ja? Ja. Aber nicht als Aperitif. Ich kenne das als Vorsacker. Und es ist heute ein ganz... Anderer Tag. Er ist neu. Was hat der nicht schon mal gemacht? Jan? Sag mal, Jan. Was machst du hier? Ach, doch. Meine Güte. Da war noch frei und hatte gedacht. Ja. Mit der willst du mich verarschen? Ich hab... Mit der? Das ist meine Schwester. Das ist Janne? Die habe ich schon länger. Das ist deine Schwester? Die. Willst du mich verarschen? Wir waren 7 Jahre zusammen und ich habe nie deine Schwester kennengelernt. Jetzt hast du die Überraschung versaut. Ich wollte eigentlich dich gleich anrufen und sagen, dass wir schön hier randvoll. Sind, weil schön ich dir gerne jemanden randvoll, vorstellen möchte. Cut! Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass man einfach mal so spielen muss, wie ich es euch sage? Ihr Vollidioten! Ich meine, ihr beide, ihr wart toll, nicht? Aber du Arschloch! Dich nimmt doch keiner zum Mann, du Vollidiot! Und du bist kein Kellner. Pass mal auf, du. Ich werde dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst. In Ordnung. Ich nehme mal eben die Messer weg, okay? Ja, lieber nimm die mal weg. Ruhig. Ich habe
Ich habe eine Eingebung. Heute steht ich habe echt Gänsehaut. Ruhe, konzentrier dich. Nenn ihn einfach Klo. Ich habe eine Eingebung, nicht? Könnt ihr mir zuhören? Ich habe eine Anweisung für euch. Ihr spielt das Ganze jetzt nochmal. Wie bei Rosamunde Pilcher.